Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Rechtsanwalt Christian Solmecke aus der Medienrechtskanzlei Wildeboelger und Solmecke in Köln. Und heute geht es um Musik. Und der Aufhänger für unseren Videoblog sind Fragen von YouTube-Zuschauern unseres Blogs, die in die Kanalkommentare gepostet worden sind. Deshalb zu Beginn dieses Videos zunächst einmal der Aufruf, wenn auch Sie eine Frage haben aus dem Bereich IT-Recht, Internetrecht, dann bitte gerne in die Kanalkommentare posten. Wir suchen uns die spannendsten Fragen aus und werden sie dann hier beantworten. Doch worum geht es heute? Heute geht es um die Frage, die hat der Nutzer Motzkus Alarm gepostet. Er hat gefragt, wie sieht es eigentlich bei YouTube aus, wenn ich mir dort MP3s herunterlade? Es gibt da ja kostenlose MP3-Download-Software. Ist das eigentlich illegal? Das ist eine super Frage, die ist auch gar nicht so ganz leicht zu beantworten. Wir sagen als Grundaussage, nein, das ist nicht illegal, denn es ist eine private Kopie und private Kopien sind erlaubt. Private Kopien sind allerdings immer dann verboten, und hier ist der Knackpunkt der ganzen Geschichte, wenn die Quelle, von der die Kopie erfolgt, offensichtlich rechtswidrig ist. Lade ich mir also von einer Internetseite, wo die Top 100 fein säuberlich zum Download aufgelistet sind, diese Top 100 runter, dann muss man sagen, das ist zwar eine private Kopie, aber die ist illegal, denn hier muss ich ganz klar sagen, das muss auf der Stirn stehen, das muss ich einfach verstehen, dass diese Top 100 nicht einfach kostenlos im Netz liegen. Anders sieht es bei YouTube aus. Hier weiß man, dass die Plattenindustrie teilweise selbst die Videos dort online stellt. Insofern kann man zumindest nicht von einer offensichtlichen Illegalität der Videos sprechen. Selbst dann, wenn manche Videos vielleicht ohne Genehmigung der Rechteinhaber ihren Weg zu YouTube gefunden haben. Aus dieser Warte also, Download von YouTube ist grundsätzlich möglich. Allerdings muss man sich dann die Frage stellen, verstößt der Download von MP3s dort gegebenenfalls gegen die YouTube-AGBs? Nun, das mag der Fall sein. Es gibt einen entsprechenden Passus in den AGB, die allerdings bislang wahrscheinlich kaum einer gelesen hat. Nur sind die AGB nicht wirksam in irgendeinen Vertrag mit dem Nutzer einbezogen worden. Denn hier gab es ja nichts, was man anklicken musste, als man auf die Seite youtube.com gegangen ist. Also man musste keinen AGB zustimmen. Und wenn man keinen AGB zustimmen muss, dann sind sie auch nicht wirksam in irgendwelche gearteten Verträge einbezogen. Also auch von dieser Seite aus kein Problem, feuerfrei. Wir haben es getestet, die Top 20, die aktuellen Charts, kann man sich dort problemlos herunterladen. Wenn auch Sie eine Frage haben, die Sie interessiert auf diesem Gebiet, deswegen hier nochmal der Aufruf, posten Sie es in die Kanalkommentare. Wir suchen uns die spannenden Themen raus und möchten die weiterhin hier auch behandeln. Sofern Sie eine Abmahnung bekommen haben, können Sie uns gerne direkt anrufen, dann brennt es wahrscheinlich bei Ihnen. Im Anschluss an diesen Videoblog blenden wir unsere Kanzlei-Hotline-Nummer ein. Und wenn Sie sich allgemein über die Kanzlei Wildeboelger Solmecke in Köln informieren wollen, dann rate ich Ihnen einen Besuch auf unserer Internetseite wbs-law.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.